Bevor wir mit der Diskussion beginnen, möchte ich Ihnen unsere Ausstellung im Steinbruch der Zeit vorstellen. In diesem Bereich der Ausstellung geht es um die Anfänge der Geologie und hier bei den Objekten zu meiner Rechten geht es konkret um Niels Stensen, der als der Begründer der Geologie und auch der Paläontologie gilt. Paläontologie ist die Wissenschaft von der Entwicklung der Tierarten und Pflanzenarten im Verlauf der Erdgeschichte. Stensen hat einen Großteil seines Lebens in Italien verbracht. Er hat auch seinen Namen latinisiert, er nannte sich Nikolaus Steno. Und er war Leibarzt des Großherzogs der Toskana in Florenz. Und er sollte in Florenz einen Hai sezieren, den Fischer im Mittelmeer gefangen hatten und nach Florenz gebracht hatten. Und dabei fiel ihm auf, deswegen zeigen wir hier auch dieses schöne Haigebiss, dass Steine, die man überall im Mittelmeerraum auch auf Bergen fand, sogenannte Glossopetren, die man hier sehen kann, dass das versteinerte Haifischzähne waren. Aber als guter Christ konnte er das natürlich mit der Sintflut erklären. Weitere Impulse erfuhr die frühe Geologie durch den Bergbau. Im Jahre 1491, also ein Jahr vor der Entdeckung Amerikas, hatte man im Erzgebirge Silber entdeckt. Und in den folgenden Jahren kam es zu einem Silberrausch, der vergleichbar ist mit dem Goldrausch in den Vereinigten Staaten des 19. Jahrhunderts. Es sind massenhaft Leute ins Erzgebirge geströmt und ein Bergwerk nach dem anderen öffnete. Und das dokumentiert diese Tafel hinter mir, die Sie sehen können. Das ist eine Reproduktion des Annaberger Bergaltars, der den bergmännischen Alltag in dieser Zeit darstellt. Von großer Bedeutung für die Entwicklung der Geologie und Mineralogie in der frühen Neuzeit war auch das Sammeln von Steinen. Ab dem 17. Jahrhundert haben vor allem Ärzte und Apotheker und ab dem 18. Jahrhundert Bildungsinstitutionen wie Universitäten eigene Naturalienkabinette angelegt. In diesen Naturalienkabinetten waren die drei Reiche der Natur vertreten. Das Pflanzenreich, das Tierreich, aber auch die unbelebte Natur, die Steine. Beim Sammeln ging es aber auch immer um das Ordnen der Steine, der Tiere und Pflanzen. Im Zuge dessen wurden auch reich gestaltete Kataloge gedruckt. Diese Kataloge sollten nicht nur die Schönheit der Sammlung, sondern auch die Ordnung, die der Schöpfer seiner Sammlung verliehen hat, widerspiegeln. In dieser Abteilung der Ausstellung sind wir im 18. Jahrhundert und auch hier in Halle bei den Theologen um August Hermann Francke angekommen. Francke war ein Vertreter des Pietismus und diese pietistischen Theologen um Francke suchten Gott in der Natur, beziehungsweise wollten durch Betreiben der Naturwissenschaften zeigen, wie vollkommen und segensreich Gott die Welt dargestellt hat. Diese Theologie nannte man Physikotheologie, Naturtheologie. Und einer ihrer bedeutendsten Vertreter, der auch im engen Kontakt hier mit den Theologen in Halle stand, war der Schweizer Mediziner Johann Jakob Scheuchzer. Er hat sich um die Geologie der Schweiz sehr verdient gemacht, aber er hat auch, genauso wie die Theologen hier in Halle, vor allem nach dem vorsintflutlichen Menschen gesucht und dessen Hinterlassenschaften. Die Physikotheologen waren sich einig, dass es die Sintflut war, die die Welt nach der Schöpfung durch Gott am stärksten verändert hatte. Gott hatte ja die Sintflut geschickt, um den sündigen Menschen zu bestrafen. Umso begieriger waren sowohl die hallischen Pietisten, aber auch Herr Scheuchzer in der Schweiz damit beschäftigt, Hinterlassenschaften dieses vorsintflutlichen Menschen, der von Gott bestraft worden ist, zu finden. Die hallischen Pietisten meinten, diese Gebeine in der Baumannshöhle im Harz gefunden zu haben. Später stellte sich leider heraus, dass es sich dort um Tierknochen handelte. Auch der Schweizer Johann Jakob Scheuchzer suchte händeringend den Vormenschen und meinte ihn am Bodensee gefunden zu haben, als er dieses Skelett entdeckt hatte, was er auch nachher publiziert hat mit diesem schönen Kupferstich. Leider hat sich 30 Jahre nach Scheuchzers Tod herausgestellt, dass es sich um einen vorzeitlichen Riesensalamander und nicht um ein menschliches Skelett handelt. Nachdem ich Ihnen bis jetzt die Vorgeschichte der Geologie bis zum Anfang des 18. Jahrhunderts vorgestellt habe,
wollen wir jetzt im Anschluss mit einem Geologen, mit Thomas Degen, über die Geschichte seiner Wissenschaft sprechen.